Wofür sind Weinhändler wichtig? Damit die Leute guten Wein haben und versorgt werden. Was muss ein Weinhändler können? Sich natürlich auskennen mit den Weinen und im besten Fall vielleicht auch persönlich die Winzer kennen und einfach die Geschichten weitertragen. Was ist die übergeordnete Aufgabe eines Weinhändlers? Geschichten erzählen. Gibt es Trends? Auf jeden Fall gibt es Trends. Aktuell sind natürlich bio-, naturbelassene Weine sind sehr im Trend in 2022. Gibt es Trends. Sind Trends wichtig? Trends sind sehr wichtig, um einfach immer wieder im Gespräch zu bleiben, dass sich die Weinwelt auch ein bisschen wieder neu ordnet, neu formiert und sich findet. Wann ist ein Weinhändler gut? Wenn er viel Wein verkauft. Denkt ein Weinhändler mehr pro Kunde oder mehr pro Produzent? Pro Kunde. Gibt es das Mutterland des Weinhandels? Das Mutterland des Weinhandels. Ich habe lange in London gelebt und ich glaube, da ist das Mutterland London mit den Handelshäusern. Ist Weinhandel ein dankbares Geschäft? Ja, weil es glücklich macht. Gibt es eine Community unter Weinhändlern? Auf jeden Fall. Es gibt die neue Generation der Weinhändler, die sich austauschen, Hilfe rufen sozusagen und einfach sich vernetzen. Das ist ganz wichtig. Absolut. Mögt ihr Online-Business? Online-Business, ja, ich mag es, aber es ist manchmal verrückt, weil man kann den Gast oder den Kunden nicht fragen, warum genau hast du diese Flasche gewählt? Und mir geht es manchmal so, wenn ich sehe die Online-Bestellungen, würde ich am liebsten anrufen und fragen, hey, was hat dich dazu bewegt, diese Flasche zu kaufen? Ist ein Weinhändler auch automatisch ein Influencer? Ja, auf jeden Fall. Arbeitet ihr zu viel? Ja. Wann hast du deine Weinliebe entdeckt? Oh, da war ich 16 und habe meine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau. Und mein Seniorchef, der war mehr in seinem Keller als bei seiner Frau zu Hause und hat mich angesteckt. Beschreibe dein Geschäft. Weinladen ist in erster Linie dieser Platz, Weinladen St. Pauli, wo man kommen kann, sich beraten lassen, feiern kann, trinken kann, Spaß haben und wo wir einfach die Geschichten der Winzer und Produzenten weitererzählen. Hast du Visionen? Ich habe ganz viele Visionen und ganz viele Flausen im Kopf und kann das manchmal nicht so wirklich ordnen, aber die größte Vision ist einfach, dass mein Team happy ist, dass wir einfach Spaß haben bei der Arbeit und dass es so bleibt, wie es ist. Hast du Ziele? Ja, auch viele Ziele. Es ist genau das, dass es dem Team gut geht, dass wir Wein verkaufen, dass wir Menschen glücklich machen und dass wir vielleicht auch aus Hamburg heraus sozusagen ein Name sind und werden. Hat der stationäre Weinhandel eine Zukunft? Absolut, auf jeden Fall. Es wird immer wichtiger. Es ist eine wichtige Anlaufstelle für Weintrinker. Braucht ein Weinhändler eine Ausbildung und wenn ja, welche? Er braucht nicht unbedingt eine Ausbildung, er muss einfach nur Liebe haben und natürlich ganz, ganz großes Interesse am Produkt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wie viele Jahre Weinerfahrung braucht man, um ein guter Händler zu sein? Also das kann man in Jahren gar nicht so. Ich glaube, man macht so über 30 Fehler und lernt daraus. Und wenn man dann immer wieder aufsteht und das verbessert und optimiert, dann genau, ist es das. Also es ist Learning by Doing, ja. Wie integriert bist du in kulinarischen Bereichen? Sehr doll. Wir beraten viele Gastronomien und verkaufen viel Wein an Restaurants. Und da hat man natürlich immer mit den verschiedenen Küchen zu tun. Ne? Also die Levante-Küche zum Beispiel ist gerade ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier in Hamburg. Und da muss man natürlich die Aromen können und die ganzen, ne, ist viel Schärfe. Und da muss man auf jeden Fall gut integriert sein und auch viel essen und probieren, ausprobieren, testen. Was trinkst du nach Feierabend? Wein. Hast du einen Lieblingswein? Nein, habe ich nicht. Das ist immer Tagesform abhängig und auch mit wem man trinkt und genau, wie man gerade drauf ist und wie der Tag war und so. Manchmal mache ich mir tatsächlich um 15 Uhr schon Gedanken, was ich für einen Wein abends aufmache. Aber eigentlich ist es, nein, ich habe keinen Lieblingswein. Tagesform abhängig.